Ich bin hier in Bretten auf der Baustelle für die neue Rechberg-Klinik und bin mit Landrat Dr. Christoph Schnaudiegel durch das neue Gebäude gelaufen, das im kommenden März eröffnet und seiner Bestimmung übergeben werden soll. Herr Dr. Schnaudiegel, was ist Ihr Eindruck nach dieser doch recht umfassenden Baustellenbesichtigung über alle vier Etagen hinweg? Also ich denke, ich habe einen sehr guten Eindruck von dieser Baustelle gewonnen. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir sagen können, wir können den Zeitplan jetzt für März 2019 einhalten. Das heißt, im März 2019 wird diese Klinik dann der Öffentlichkeit übergeben werden. Und was mich natürlich auch freut, ist, dass wir den Kostenrahmen in jedem Fall einhalten werden. Das heißt, die anvisierten knapp 50 Millionen Euro werden nicht überschritten werden. Und deshalb bin ich heute sehr, sehr zufrieden in der Gewissheit, dass wir hier auch ein wirklich ansprechendes Krankenhaus für die Bevölkerung in der Region auch gebaut haben werden. Welche Disziplinen werden in der neuen Rechberg-Klinik angeboten werden? Also wir haben hier dann eine Chirurgie inklusive einer Unfallchirurgie. Wir haben eine innere Abteilung auch. Wir haben das Thema Geriatrie, so wie wir es ja auch vorgesehen haben hier in Bretten, und auch als Alleinstellungsmerkmal eine Palliativstation hier dann auch in dieser Klinik beim Thema Chirurgie und bei der Inneren. Da werden ja dann die einzelnen Maßnahmen dann zwischen Bruchsal und Bretten dann intern dann auch noch abgestimmt werden. Aber grundsätzlich werden an beiden Standorten alle Leistungen auch angeboten.